Die Demokratie in Österreich zeigt immer wieder, dass sie keine wirkliche Demokratie ist, während kleinere, das sieht man am parlamentarischen System, wo es eine Liste mit Spitzenkandidaten Frank Stronach ins Parlament schafft, weil diese Liste genug Geld hat, um ihre Wahlplakate großflächig aufzuhängen, weil diese Listen dann auch eingeladen werden zu TV-Diskussionen, während kleinere Listen wie die Sozialistische Linkspartei mit extremen Hürden zu kämpfen haben, um überhaupt auf dem Wahlzettel stehen zu können. Aber es braucht Demokratie auch in vielen anderen Bereichen. Sobald wir in den Betrieb gehen, sobald wir in die Schule gehen, geben wir jede demokratische Beteiligung ab. Wir haben nichts mitzureden dabei, welche Politik im Konzern gefahren wird. Wir haben nichts dabei mitzureden, wie hoch unsere Löhne sind und was produziert wird. Wir haben nichts dabei mitzureden, wie viele Leute wir im Betrieb brauchen. Zum Beispiel im Sozialbereich habe ich die Erfahrung gemacht, dass jeder wusste, es ist notwendig, mehr Personal zu haben. Wir brauchen zumindest ein Drittel mehr Personal, um die Arbeit gut erledigen zu können. Wir haben dabei nichts mitzureden. Und notwendig ist Demokratie von unten. Das heißt, es braucht auch gewerkschaftliche Kämpfe hier wieder, um in den Betrieben, in den Schulen und an den Universitäten demokratische Mitspracherechte zu erkämpfen. Das bürgerliche Wirtschaftssystem hat gezeigt, dass Demokratie immer nur die Demokratie der Herrschenden ist.